Latein in unserer Welt. Viele werden sich fragen, welche Rolle denn die griechisch-römische Antike noch in unserer Welt der Gegenwart spielt, die geprägt ist durch den rapiden Fortschritt in Technik, Telekommunikation und Datenverarbeitung und durch scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten des Wachstums. Ist die Antike nicht schon verschwunden oder zumindest auf dem Rückzug, so wie hier die Lenkerin der antikischen Quadriga, die ihr Viergespann vor der bedrohlichen Kulisse der Großbaustelle zur Flucht herumzureißen scheint. Wir, die Lateinlehrer des Katharineums, meinen, nein, die Antike ist nach wie vor überall gegenwärtig. Dafür möchten wir Ihnen einige Beispiele geben. Erstens, antike Fremdwörter im Deutschen. Sehen wir uns dazu den politisch-journalistischen Bereich an. Im Mai 2018 nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an einem Kongress zur Zukunft der Demokratie teil. Wir haben uns die erste Seite seiner dort gehaltenen Rede angesehen und alle Fremdwörter aus dem Lateinischen gelb, die aus dem Griechischen grün markiert. Sie sehen, es ist ziemlich bunt geworden. Das liegt natürlich daran, dass die Griechen und Römer schon sehr früh die Grundlagen der Philosophie, politischen Theorie und Geschichtswissenschaft gelegt haben. Ohne die von ihnen geprägten Begriffe kommt man bis heute nicht aus. Wer Latein und Griechisch gelernt hat, wird besser als andere verstehen, was diese Fremdwörter bedeuten und sie bewusster, vielleicht auch sparsamer verwenden. Zweitens, Latein als Mutter vieler europäischer Sprachen. Bei der Ausdehnung des Imperium Romanum über weite Teile Europas brachten die Römer nicht nur Waffen mit, sondern auch ihre Kultur und Sprache. Die Einheimischen übernahmen das Lateinische, oft gemischt mit Bestandteilen der eigenen Sprachen. So entstanden die verschiedenen romanischen Sprachen, wie wir hier an diesem Stammbaum sehen. Übrigens, auch im Englischen stammen mehr als 50% des Wortschatzes aus dem Lateinischen. Welche Gemeinsamkeiten romanische Sprachen zumindest im Wortschatz mit dem Lateinischen haben, kann man am Beispiel dieser spanischen Parole der Globalisierungsgegner sehen. Eine andere Welt ist möglich. Spanisch, Otro mundo es posible. Italienisch, un altro mondo è possibile. Französisch, un autre monde est possible. Und Latein, alter mundus est possibilis. Für den, der Latein gelernt hat, öffnet sich damit ein erleichterter Zugang zum Wortschatz dieser Sprachen. Er kann sogar manches verstehen, ohne jemals die Sprache gelernt zu haben. Drittens, Motive antiker Mythen. Viele verbinden die griechisch-römische Antike besonders mit den berühmten Mythenerzählungen. Und tatsächlich tauchen die Figuren dieser Mythologie auch heute noch überall auf. Dafür einige Beispiele. Die phönizische Königstochter Europa wird von Zeus in Gestalt eines Stieres entführt. Heute steht Europa, meistens auf dem Rücken des Stieres sitzend, stellvertretend für die EU. Das trojanische Pferd, vorgeblich ein Geschenk der Griechen, der Danaer an die Trojaner, dient in Wirklichkeit dazu, die Stadt zu erobern. Ein Danaer-Geschenk ist also ein gefahrbringendes Geschenk. Auch heute noch kann man ein Trojaner sein, nämlich ein eingeschleuster Spion. Herkules ist der Held, der auch unmögliche Aufgaben bewältigt. Daher die Herkulesaufgabe. Herkules kämpft unter anderem auch gegen die Hydra, ein Ungeheuer mit unzähligen Köpfen. Wo Herkules einen Kopf abschlägt, wachsen zwei neue nach. Heute gibt es zum Beispiel eine digitale oder auch eine islamistische Hydra. In der Rolle des Herkules Emmanuel Macron. Die Priesterin Kassandra warnt die Trojaner vor der drohenden Gefahr, wird aber von ihnen nicht ernst genommen. So kann man auch heute eine Kassandra sein, ein Warner, der kein Gehör findet. Sisyphos muss in der Unterwelt einen Felsenberg aufwälzen, der, oben angekommen, wieder bergab rollt, sodass die Arbeit nie beendet wird und stets von neuem beginnen muss. Narziss verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild, kann fortan keine andere Person mehr lieben und geht schließlich daran zugrunde. Viertens, sogar lateinische Wörter und Formulierungen werden gern benutzt. Quo vadis, wohin gehst du?
Carpe diem, pflücke den Tag, genieße den Tag. United Airlines wirbt für den Non-Stop-Nachmittagsflug in die USA mit dem berühmten Horaz-Zitat. Wer später fliegt, kann den Tag noch pflücken bzw. genießen. Diesen Drink, der offenbar zum Genuss des Tages beiträgt, kennen Sie vielleicht aus dem Supermarkt. Docemus, wir lehren. Eine Privatschule trägt diesen anspruchsvollen Namen. Rerum cognoscere causas, die Ursachen der Dinge erkennen. Ein hoher Anspruch, den sowohl die London School of Economics verfolgt, als auch der Berliner Tagesspiegel. Compleo, ich fülle auf. Auch in Branchen, die noch ziemlich neu sind, taucht Latein auf. Hier als Markenname einer Firma, die Ladesäulen für Elektroautos bereitstellt. Fünftens, auch als Freizeitbeschäftigung spielt die Antike eine Rolle. Wie zum Beispiel bei den Freizeitlegionären, die hier sehr engagiert Teile der berühmten Varusschlacht des Jahres 9 nach Christus nachspiegeln. Sechstens, die antike Kultur als Vorbild. Immer wieder werden Athen und Rom auch als politisch-philosophische Vorbilder angesehen, von denen die Gegenwart viel lernen kann. Das wissen auch manche Politiker und zeigen sich deshalb gerne vor antiker Kulisse. Hier präsentiert sich Obama auf der Akropolis. Und zum Schluss, zwei aktuelle deutsche Zeitschriften für Politik und Gesellschaft haben als Titel die Namen der beiden prominentesten Verteidiger der Römischen Republik gewählt, Cato und Cicero, als Vorbilder für die Bereitschaft zu Dialog und politischer Auseinandersetzung. Dies war leider nur eine sehr kleine Auswahl. Eines ist aber, so hoffen wir, deutlich geworden. Latein und die Antike sind noch überall gegenwärtig.